Willkommen zu einer neuen Folge Far Lone Sales. Ja, das letzte Mal sind wir hier am Fluss angekommen und haben hier unser Paddel angebracht und unser Schiffsrad. Und ich denke mal jetzt hier auf dem Knöpfchen. Das kennen wir ja schon. Und dann los geht die wilde Fahrt. Einmal laufen. Das kleine Mädchen hier, das treibt das große Rad an. Mich würde ja fast interessieren, was ist, wenn ich das aufmache. Ah, okay, das geht nicht. Ich wollte gerade probieren, ob wir da doch irgendwie runterhüpfen können oder irgendwas. Aber das geht wahrscheinlich nur auf, wenn es wirklich an der richtigen Stelle ist. Platten noch. Da oben A1 an dem Turm. Turm A1. Okay. So, wir sind angekommen. Und ich sehe aber direkt noch Treibstoff. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Weil hier im Lagerraum wird es allmählich schon leerer. So. Dann. Speed. Vielleicht noch mal so ein Spritfass jetzt irgendwo. Oder vielleicht gleich mal ein bisschen Wind. Okay, hier gibt es noch mal irgendwas. Da oben ist wieder so ein Button. Ich glaube, wir müssen hier anhalten. Okay, wir halten hier automatisch an. Alles noch ganz? Okay, alles noch ganz. Wir tanken erstmal auf. Okay, eine Kiste reicht. Und dann stellen wir noch die zweite dazu. So, wo geht's jetzt hier hoch? Ah, das ist genau so weit runtergegangen, dass ich hier drüber springen kann. Und hier geht's jetzt vermutlich nach oben. Vielleicht bekommen wir hier mal noch ein neues Gimmick wieder dazu. Noch eine Erweiterung für unser Fahrzeug. So, okay. Wir haben drei Knöpfe. Nein, 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 nein. Okay, ich habe schon gedacht, es rollt wieder ohne uns weiter, weil ich vergessen habe, die Handbremse zu ziehen. Ich habe aber, glaube ich, auch vergessen, die Handbremse zu ziehen. Okay. Was bekommen wir hier? Neue Räder? Bekommen wir neue Räder? Und unsere eine Lampe geht auch irgendwie nicht. Ist sie von uns überhaupt? Es geht nur die linke, die in der Mitte, und rechts die Lampe scheint irgendwie auch kaputt zu sein. Okay. Die kann ich wieder hoch. Okay, wir können hier noch weit. Ah, sind das unsere neuen Räder hier oben? Ich komme hier nicht rein. Vielleicht. Ah, auf der anderen Seite ist die Türe offen. So. Hier?
Nach oben? Okay, ah, jetzt nimmt er da oben die mit. Okay, und jetzt kann ich die hier runter. Und jetzt dran. Und schon sind die Räder ganz. Kann ich jetzt nach oben? Jetzt sind wir vielleicht besser unterwegs hier mit diesen Rädern. Dann ist das alles nicht mehr so holprig. Okay, da drüben der Knopf, die Tür ist offen. Und der Knopf hier ist nach oben gegangen. Aber ich wollte... So. Ach, an dem anderen sind wir einfach nur hochgekommen. Okay. Ich dachte, das geht vielleicht noch höher. Gut, dann weiter geht's. Wenn wir mal schauen jetzt hier. Schöne neue Reifen. Nein, nein, stopp, stopp. Wir haben da das Fass vergessen. So, das Wichtigste überhaupt hier. Nachher bleiben wir sonst irgendwo auf der Strecke stehen und müssen nachher noch unser eigenes Fahrzeug ziehen. So. Die Frage ist, wir könnten eigentlich... Wir haben jetzt Halbzeit beim Sprit. Eine Kiste weg. Eine rein. Und dann setzen wir die andere Kiste mal hier oben hin. Und als nächstes können wir dann wieder das Fass nehmen. So, weiter geht's. So, und das rollt sich natürlich jetzt schon viel bequemer. Ich hoffe, das rollt sich auch bequemer hier durch diese Matschpfütze wieder. Oder wir stecken gleich wieder fest. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir das. Ja, die neuen Räder, die haben da keine Probleme mehr mit. Und wir sind auch ein bisschen schneller als vorher, habe ich so den Eindruck. Können ja hier wieder den Sauger anmachen. Und dann nehmen wir das einfach alles mit. Allerdings würde ich das zweite Fass hier dann doch mal über Bord werfen. Das war natürlich clever. Okay, wir müssen erst oben den Sauger ausmachen. So. Und jetzt können wir das Fass über Bord werfen. Wir brauchen dann doch nicht zwei von diesen Fässern. Ich denke, eins reicht, wobei das wahrscheinlich eh keine Verwendung hat, außer dass es uns alles kaputt macht. Angekommen. Okay.
Okay. Ein Stückchen nach vorne noch. An die Bremse ziehen. Okay, wie geht's jetzt hier voran? Hier schwimmen wir ja wieder. Ah, okay, ich verstehe. Wir haben hier Wind. Und dann machen wir jetzt mal einen auf Segelboot. Sehr geil gemacht, sehr geil. Ich wollte hier eigentlich gar nicht runter. Oder ich noch ein bisschen oben bleiben. Dann lege ich hier mal nochmal eine hin. Zack. Einmal Sprit aufgefüllt. Dum, dum, dum. Da segeln wir. Das ist aber auch eine Brühe, wo wir hier segeln. Da will man auf keinen Fall ins Wasser fallen. Hier geht's schon weiter. Ach, ich lass gerade mal hier das mit den Segeln. Wir sparen uns mal den Sprit. Ich hoffe, das ist nicht so tief jetzt hier. Aber das scheint ja zu passen. Das geht ziemlich gut voran. Ja, wir müssen auch jetzt segeln, weil wir haben nur noch hier unten noch drei Kisten liegen. Gut, wir haben noch unsere Reservekisten. Wir haben noch hier noch zwei hängen und da haben wir noch zwei hängen. Und also wir können noch 1, 2, 3, 4, 5, so 6 Mal können wir unseren Tank noch füllen. Dann ist aber auch vorbei. Oh, und ich sehe gerade, hier ist wieder was kaputt gegangen. Wahrscheinlich durch das Wasser. Aber jetzt leuchtet das dann immer so, dann weiß man immer direkt, dass man jetzt Wasser braucht oder dass wir hier unseren Lötkolben oder unser Schweißgerät brauchen. Die Musik wird auch wieder ein bisschen lauter. Vielleicht kommen wir gleich irgendwo hin, was an einen wichtigen Punkt. Riesenschiff. Ist das jetzt hier das? Das ist, glaube ich, das, was auf dem Plakat war. Mit dem We Build Our Future? Da war das doch drauf hier. Dieses Riesending. Okay. Wir haben keinen Wind mehr. Dann, bevor es rückwärts geht, einmal die Bremse reinhauen. Rückwärts wollen wir nicht. Dann nehmen wir mal hier das Segel rein. So. Ach verdammt, jetzt habe ich da unten das letzte vergessen. So, ein Fass. Ein Fass ist immer schön. Na komm, bleib hier. So, noch einmal nach unten. Ist das ein kleines Boot? Ja, das ist ein kleines Boot. Wie cool. Das möchte ich eigentlich gar nicht in Sprit verwandeln. Okay, das Boot, das heben wir uns auch auf. Das kommt hier hoch. Jetzt haben wir schon ein Boot und eine Blume. Unseren Stuhl da oben. Ein Radio, eine Lampe, unsere Glocke.
Ich will auf jeden Fall alle coolen Gegenstände mal hier oben sammeln, die es vielleicht auch nur einmal gibt. So, dann fahren wir jetzt weiter. Was steht da oben an dem Schiff dran? Irgendwas mit HF, HE? Ich kann es leider nicht lesen. Irgendwann Enzans? Ach, wahrscheinlich irgendein Name Enzans. Das ist wahrscheinlich die Company. Okay, dann fahren wir hier mal weiter. Oh, ist hier schon eine Station? Ich hab's mir fast gedacht. Bremsen vergessen. Okay, hier ist Endstation. Kann man es jetzt besser lesen? Henriksen and Sons. Henriksen and Sons steht da dran. Okay. Ja, dann. Wir können wieder hier drüber springen. Aber ob das jetzt so clever ist? Okay, hier geht's nicht weiter. Ich muss hier zurück. Aber komme ich jetzt auch wieder? Ah, okay, hier ist das aufgegangen. Hier ist wieder so eine Lücke oder so, wo ich durch kann. Die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Vorne war gerade wie so eine Blockade. Oder einfach Gas geben. Okay, einfach Gas geben scheint nicht wirklich viel zu machen. Okay, wir haben einmal Dampf abgelassen. So ging es weiter. Okay, perfekt. Ich habe gedacht, wir müssen wieder irgendeinen Knopf finden oder irgendwas, aber das Spiel, wenn es wirklich nicht weitergeht, hält einen anscheinend dann doch auf, dass man nicht weiterkommt. Okay, erstmal hier die Kiste. Gewitter und Regen. Ah, ich sehe schon, wir brennen schon wieder. Ah, schön. Und wir reparieren. Geht das schon wieder gar nicht? Oh, wir haben noch mehr Feuer. Und wir haben noch mehr Feuer. Verdammt. Okay, wir sind hier geschützt. Die Bremse reinhauen. Okay, wir haben ziemlich viel, was kaputt ist. Ich glaube, hier hinten, das... Wir müssen erstmal den Hagel abwarten und alles reparieren hier. Ist das hier kaputt? Okay, dann reparieren wir hier erstmal. Thank you.
repariert. Und jetzt müssen wir oben unser Segel noch reparieren. Dauert ziemlich lange. Okay. Irgendwas ist immer noch kaputt. Hinten. Da war doch noch was. Ich wusste doch. Hier sind immer noch. Wie repariere ich das? Reicht das so? Okay, jetzt scheint alles wieder ganz zu sein. Die Frage ist, warten wir jetzt den Hagel ab? Okay, wir gehen auf jeden Fall nicht ohne das Fass, was da unten jetzt gerade noch ist. Und am besten lassen wir die Lampe. Geht sogar noch. Ich möchte ehrlich gesagt eigentlich nicht bei diesem Hagelwetter weiterfahren. Aber ich glaube, das Spiel, das möchte das so. Wir müssen wahrscheinlich bis zum nächsten Unterstand fahren. Und dann können wir wieder reparieren. Ja, ich sehe schon, das wird gleich alles wieder kaputt gehen. Kommt der nächste Unterstand und wir haben wieder Feuer. Aber ich fahre jetzt noch hier drunter. Okay, Bremse. Alles klar, okay. Wir müssen diesmal nur eine Sache reparieren. Wobei unser Taro ist, glaube ich, auch in Mitleidenschaft gezogen worden, habe ich gesehen. Okay, soweit so gut. Vielleicht überall, wo Pumpen waren. Hier hinten nochmal. Ah, hier hinten kommen auch nochmal ein bisschen. Okay, alles repariert, glaube ich, jetzt. Und alles gelöscht. Dann fahren wir weiter. Wir fahren nicht weiter. Wir haben schon wieder eine Spritkiste vergessen. Ich würde sagen, die Kiste, die fülle ich auch gleich auf. Und jetzt können wir weiter. Okay, ich glaube, der Hagel hat jetzt aufgehört. Wir haben nur noch Regen. Das heißt, es dürfte eigentlich unserem Fahrzeug nichts mehr Schaden machen. Okay, was haben wir hier? Wasseraufbereitungsanlagen vielleicht? Oh, hoffentlich reicht das noch. Einmal schnell, ein bisschen Sprit ist noch drin. Auffüllen. Oh nein. Ja. Du bleibst am besten draußen. Du darfst hier oben wieder mitfahren. Drinne ist das zu gefährlich. So. Alles ein bisschen durcheinander gerüttelt. Okay, wir müssen wieder nach oben, damit wir drüber springen können. Hallihopp. Was haben wir hier? Okay.
sind wir in ein Loch gefallen. Okay, hier haben wir einen kleinen Waggon. Hier haben wir wieder einen Haufen Schalter. Okay, aber was es hier mit dieser unterirdischen Mine auf sich hat, das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.